Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Ein Video, die Post war da, Paket Nummer 295 jetzt in dem Fall. Eigentlich hätte es zu 294 dazugehört, weil es zusammengekommen ist. Hans noch auf den Tisch gelegt, Hans aber, keine Ahnung, war total mit dem Auto beschäftigt. Dass ich das Ding da jetzt gar nicht auspackt habe und finde, das ist gar nicht so unwichtig, weil die richtigen Akkus und richtige Ladegerät dazu ist natürlich auch wichtig, wenn man sich so ein RC-Auto kauft. Deswegen würde ich auch sagen, wir stacken nicht lang, wir gehen jetzt runter auf den Tisch. Gucken wir mal, was sie mir da kauft. Also, großes Paket. Ich habe mir so ein dazu gekauft und das dann auch zweimal. Sprich Akkus und Ladegerät, weil der Set günstiger war, als wenn ich die Akkus alleine gekauft hätte. So, habe ich einmal, zweimal, da kommt dann noch alles raus, da kommt, da sieht noch die Rechnung raus. Dass man da meine Adresse natürlich nicht liegt. Nein, keine Rechnung. Werbung. Immer Werbung. Also dass das immer zwischen drei Werbung drin ist. So, und sonst sind bloß noch Schnipsel drin. Das braucht mit. Was mir braucht. Sind diese zwei Akkupakete. So, ich habe das jetzt bestellt für den Willy Bash. Sind nämlich zu dem Auto zwei passende 3S Lipus, dass man auf 6S kommt, mit dem XT90 Stecker, was ich brauche, und einem Ladegerät dazu, wo man beide Akkus gleichzeitig laden kann durch dieses Balancer Board. Eigentlich ist das Ladegerät ausgelegt für ein Akku, funktioniert aber durch dieses Balancer Board für zwei Akkus. Wie das genau funktioniert, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall mega praktisch. So kann ich jetzt vier Akkus gleichzeitig laden. Ladedauer weiß ich jetzt, ich schätze mal so eine halbe, dreiviertel Stunde. Dann kann ich nämlich direkt dann wieder weiterfahren. Und wichtig bei solchen Lipos ist halt, wenn die jetzt mal die Lader, wenn man irgendwo dabei ist und nicht über Nacht lade, unbeaufsichtigt. So Lipo-Akkus immer lade, wenn man irgendwo in der Nähe ist, dass wenn da irgendwas passiert, wenn die ausgaset, wenn die Feuer fangen, was auch immer, dass man da reagieren kann. Deswegen lieber ein bisschen schneller lade. Halbe, dreiviertel Stunde funktioniert. So, hier haben wir das Balancer Board. Das sind die ganzen Stromkabel, was man dafür braucht. Ladegerät selber und aus dem Schächtel hier kommen dann die Akkus raus. Mal auf. So, das sind auf jeden Fall mal ja, eigentlich ziemlich sicher verpackt. So, das sind Hardcase-Akkus. Bei dem Auto wahrscheinlich auch ein bisschen wichtiger als wie bei einem anderen Auto, weil die halt so nebeneinander hochkant eingebaut werden. Wenn die dann irgendwann ein bisschen dicker waren oder so, dann hat man da ein Problem, dass man das nicht mehr reinkriegt. 3700 mAh, dann hat man eigentlich schon die Größe erreicht, was so reingeht. Ich weiß jetzt nicht, ob man vielleicht im Really Bash auch größere Akkus reinbringt. So, mit zwei von denen Akkus können aber eigentlich doch eine Weile fahren. 20 Minuten, eine halbe Stunde. Das Ganze habe ich ja wie gesagt zweimal. Zwei Ladegeräte, dann ist eigentlich theoretisch ungefähr so schnell lade, wie ich entladen kann.
Guck mal, ob ich das euch auf Amazon finde, dass ihr euch das verlinken kann. Ansonsten, ich selber, ich habe das jetzt gekauft bei Völkner. Da habe ich bezahlt für das ganze Set knappe 60 Euro. Mit nur 50 Euro irgendwas. Und zwei Akkus alleine, die hätten 77 Euro gekostet. Ohne Ladegerät. Also, würde ich sagen, lohnt sich auf jeden Fall das Angebot. Ladegerät ist mit Sicherheit nicht das Beste. Aber für die kleinen 3S-Akkus völlig ausreichend. Gut, kurzes Video. Die Post war da. Wir sehen uns im nächsten Video. Wenn ihr sehen möchtet, wie ich mit den Autos rumfahre, dann verlinke euch mal den Kanal Johnny Uncut. Da lade ich meine ganzen Fahrvideos ungeschnitten hoch. Jetzt klingelt auch das Telefon. Muss ich nämlich gleich rangehen. Da lade ich die ganzen Videos ungeschnitten hoch. Meine ganzen Fahrvideos. Und wenn ich der Meinung bin, irgendein Video ist besser, dann lade ich es eventuell auch hier auf dem Kanal hoch. Aber ich glaube, das Interesse an RC-Videos ist hier auf dem Kanal nicht ganz so vorhanden. Wenn doch, schreibt es mir in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.